Nach rund 15 Jahren, über 600 Ausgaben und 2000 Studiogästen endete Beckmanns Talkgeschichte im deutschen Fernsehen. Doch wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Herr Beckmann, viele bringen Sie ja bis heute hauptsächlich mit Ihrer Talksendung und mit dem Sportstudio in Verbindung. Sie sind aber auch Fußballkommentator und Moderator, Sänger auch und das nicht erst seit gestern. Und ich habe mir sagen lassen, ein gewisses Nordlicht namens Ina hatte da auch ihre Finger im Spiel. Ja, das war eigentlich so der liebevolle Tritt in den Hintern damals bei Ina Müller. Ich war der erste Gast in ihrer Sendung, liegt schon über 10 Jahre zurück und damals mit ihr so ein Bossa Nova gespielt. Aguas de Marzo war dieses Jobim-Stück. Und dann kamen zwei aus ihrer Band, Helge und Andreas, zu mir und sagten, Mensch Reinhold, lass uns was zusammen versuchen. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt schon mal bei Barbara Schöneberger oder auch bei Ina mal so als Gast mitgemacht. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt, haben wir uns 3-4 Tage zurückgezogen. Ich meine, Musik habe ich immer gemacht, aber nicht in dieser Intensität natürlich. Und habe dann angefangen, erste Texte zu schreiben, erste Stücke zu schreiben. Und aus dieser Idee, aus diesem liebevollen Tritt in den Hintern der beiden Kollegen ist das Projekt entstanden. Kurzerhand musste ein Rückzugsort her, um der Musik freien Lauf zu lassen. Es ging aufs Land. Und wer kam auf die Idee, auf dem Bauernhof sich da zurückzuziehen? Ja, das war dann einfach, wir brauchten so eine Lokalität, die einfach genügend Rückzug bietet, wo es still ist, wo keine anderen Leute zuhören, außer ein paar Tiere aus dem Wald, die dann dazu kamen. Das war die Idee. An Ideen mangelt es der Band bis heute nicht. In den 12 Songs des neuen Albums Freispiel erzählt Reinhold Beckmann persönlich und hintergründig, was ihm im Alltag begegnet. Dabei ist die Themenauswahl vielfältig. Ich habe jetzt so einen Ayurveda-Besuch gemacht in Sri Lanka und das war so eigen, so das erste Mal in meinem Leben. Das war eine völlig neue Situation mit all diesen Ölen und all den Zeug. Da habe ich danach sofort einen Text geschrieben. Daran arbeite ich gerade. Der Refrain wird heißen, Ayurveda ist noch Teda, Ayurveda tut's noch Veda. Aber kann angehen, dass es auch nichts wird, dass ich den Text wieder wegwerfe. Aber sowas passiert auch. Dann gibt es natürlich den politischen Teil heute Abend. Im zweiten Teil des Programms, dann gibt es die launigen Alltagsbeobachtungen. Denn Leben ist ja nicht nur gelingendes Leben. Und deshalb meine ich, die Stolpersteine, das, was nicht gelingt, darüber Texte zu schreiben, ist eigentlich, fällt mir manchmal leichter. Aber Sie schreiben die Texte alle selber? Ja, ich fange immer an und dann kann angehen, dass ich nochmal zu einem anderen Autor gehe und sage, guck mal drauf und was hältst du davon? Das ist schon wichtig, dass man das selber auch nochmal spiegeln lässt. Von mir wegzukommen, es ist heiß hier, ich halt's nicht mehr an. Mein Verstand sagt mir, ich muss hier raus. Du kannst nicht gewinnen mit so einem miesen Blatt. Hab Lust, mich zu verlieben. Mit den fertigen Liedern im Gepäck geht's dann auf Tour. Auch in der Neubrandenburger Konzertkirche haben Beckmann und Band Halt gemacht. Allerdings als Trio. Dabei waren Reinhold Beckmann selbst, Gitarrist Johannes Wenrich und Bassist Thomas Bitter. Auf Schlagzeuger Robin McMinn und Multi-Instrumentalist Jan-Peter Klöpfel, der Trompete, Flügelhorn und Keyboards beherrscht, musste an diesem Abend verzichtet werden. Doch auch wenn zwei Musiker fehlen, muss abgeliefert werden. Es wird schon gut gehen. Es wird schon gut gehen. Ja. Wir haben das Programm, glaube ich, jetzt schon über 50 Mal gespielt. Das ist das Schöne. Das ist anders als Fernsehen. Fernsehen machst du eine Sendung nur einmal. Und dann wirfst du das Konzept in den Papierkorb. Gehst raus aus dem Studio. Und bei einer Musiknummer wie hier oder bei so einem Programm, du spielst es so lange, bis du sicher bist, dann veränderst du wieder ein paar Dinge, tust da noch mal ein kleines neues Stück rein. Aber du bist dir dann irgendwann dessen sicher, was du tust. Du gehst mit tiefer Entspanntheit auf die Bühne. Da ist, ja, ist einfach nur Vorfreude, wieder live zu spielen und zu wissen, das Programm hast du so verinnerlicht. Und dann können die Ohren aufgehen, zuhören, was die anderen spielen und dass man wirklich gut zusammenspielt.
Ein reibungsloser Ablauf ist sowohl bei den Auftritten als auch im Tonstudio von Vorteil. Dazu braucht es auch einen guten Produzenten. Mit Franz Plaser, der vor einigen Jahren ebenfalls in einer Band spielte, hat Reinhold Beckmann ein gutes Los gezogen. Franz ist natürlich ein echter E-Gitarren-Freak. Deshalb ist die letzte Platte Freispiel auch ein bisschen lauter, ein bisschen muskulöser ausgefallen als die erste. Und das war auch Absicht. Wir wollten einfach ein bisschen elektrischer spielen. Und das ist typisch der Franz Plaser Sound. Das ist einfach, da ist Energie. Und er ist einfach, Franz ist ein E-Gitarrist. Und hat natürlich tolle Sachen produziert, wie Echt und andere Dinge. Rammstein, alles. Ja, hatte auch, ja, Rammstein hat er auch so ein bisschen ganz früher, glaube ich, Falco gemacht. Ja. Hat überall so seine Finger. Ja, hat seine Finger drin, hat noch sein Studio in Hamburg. Ja. Das Bandleben, egal ob im Hamburger Tonstudio oder auf der Bühne, scheint nicht nur den ehemaligen Fußballkommentator, sondern auch dessen Tourkalender auszufüllen.